Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Okami HD, der Steam-Version. Jo, in der letzten Aufnahmesession sind wir in der Mondhöhle angekommen. Die doch ein bisschen anders ist als erwartet. Hier gibt es jedenfalls ziemlich viel Zeug zum Kaputtmachen. Okay, das kann ich nicht schneiden. Auch gut. Ich kann auch nicht drauf rumhüpfen. Auch gut. Ui. Die kann ich zerschneiden. Das macht denen nur nichts aus. Okay. Was ist mit dir? Das ist aber keine gute Zeit für den Chefkoch zu verschwinden. Das letzte Mal, als ich ihn sah, stand er direkt vor diesem großen Topf. Wo kann er nur sein? Ja. Das letzte Mal, als ich den Chefkoch sah, stand er direkt vor diesem großen Topf. Wenn die Vorspeise nicht bald fertig ist, dann wird Lord Orochi uns stattdessen essen. Das soll er ruhig machen, da muss ich nicht gegen euch kämpfen. Was für eine Vorspeise ist das bitte? Oh, ich habe auf der anderen Seite was zerschnitten. Auch gut. Okay, ich kann mich jetzt erstmal hier in der Mondhöhle in Ruhe umsehen, bevor ich den Topf manipuliere. Huch, was willst du denn? Ich wette, du möchtest die Arbeit mit mir tauschen? Nun, die Antwort ist nein. Ich wollte schon immer diesen Aufzug steuern und jetzt ist es endlich soweit. Ich kann es kaum abwarten, die Kurbel zu drehen. Dadurch bewegt man den Aufzug, weißt du? Wenn das Watte zurückgeht, dann werde ich den Aufzug hochziehen und absenken, ganz wie es mir gefällt. Ah ja, wir müssen also Wasser hier loswerden. Was steht hier eigentlich drauf? Zur Küche. Wirk, was ist denn das für ein Gestank? Was zur Hölle machen sie da drin? Ja, Orochis Leibspeise wahrscheinlich kochen. Verfaulte Eingeweide. So, jetzt, wo ist die Vorspeise? Lord Orochi verlangt ihm eine Vorspeise, bevor sein menschliches Opfer auffrisst. Was dauert denn da so lange? Es sollte doch schon längst fertig sein. Lord Orochi wird uns alle fürchterlich bestrafen, wenn wir uns nicht beeilen. Was um alles in der Welt machen denn diese verdammten Köche? Hey, Leute, jetzt noch nicht die Glocke. Du darfst nicht läuten, bevor die Vorspeise fertig ist. Lord Orochi wird uns alle bestrafen, wenn sie zu früh geläutet wird. Okay, so beschwöre ich einen Gegner. Da ist nur der Ausgang, durch den ich reingekommen bin. Hast du noch was zu sagen? Dich habe ich noch nie zuvor gesehen. Keine schlechte Maske, ich mag das Muster. Deine Maske hat ein gutes Muster drauf. Hey, lass uns die Masken tauschen. Nicht? Auch in Ordnung, dann halt nicht schief. Ja, ich nehme mal an, der blaue Gegner hier droppt den Schlüssel. Komm, ich zerschneide dich auch noch. Ich will dich zerschneiden. Na, schade, geht nicht mehr. Dich kann ich aber noch zerschneiden. Okay, das hat nur ein Gegner gespawnt ohne Schlüssel. Das heißt, ich muss wohl oder übel Ranken beschwören. Das
sag bloß, ich kann das von hier unten aus nicht tun. So, jetzt aber. Warum dachte ich mir nur, dass der Koch im Topf sitzt? Aua, 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 ganz schön heiß. Hey, Süßer, du da. Komm mich hier raus, bevor ich ganz durch bin. Aua, aua. Puh, das war ganz schön knapp, Schätzchen. Ach, übrigens, ich bin der fabelhafte Chefkoch dieser Küche. Aber kein Grund für Formalitäten. Du kannst mich einfach Hajimi nennen. Chefkoch Hajimi, aha. Ich habe mit solch liebender Inbrunst gekocht, dass ich gar nicht bemerkt habe, dass ich mich beinahe selber koche. Liebender Inbrunst? Was für eine fabelhafte Maske du da hast, Schätzchen. Sag, würdest es dir vielleicht gefallen, mein Assistent zu sein? Assistent? Ach nein, ich. Verstehe, du. Ich muss mit einer Vorspeise für Lotto Roshi fertig werden. Lotto Roshi verspeist heute sein menschliches Opfer. Bitte, du wirst es auch nicht bereuen. Warte, warte, wir, ich bin nicht gekommen, um zu helfen, weißt du? Wie soll ich es sagen? Was für eine fabelhafte Maske du hast, Schätzchen. Es ist einfach so, dass ich da ein kleines Problem habe. Ich bin schon fast fertig, siehst du? Aber mir sind meine geheimen Zutaten ausgegangen. Ich könnte alles ohne sie fertigstellen, aber da würde ich nicht mit ganzem Herzen meine geliebte Gerichte zubereiten. Geliebten? Nun, ich kann deine Liebe zu Detail verstehen. Ich meine, die Qualität leidet, wenn man nicht mit ganzem Herzen bei der Sache ist. Jeder Künstler weiß das. Auf jeden Fall kannst du auf mich zählen, Futterchef. Das ist ja großartig, Schätzchen. Es gibt vier geheime Zutaten, die du mir bringen musst. Jetzt pass auf, sie können alle irgendwo in der Wohnhöhle gefunden werden. Okay, los geht's. Ogerleber, Lippen aus Eis, Augapfel aus Feuer, Schwarzdämonhorn. Hast du alles verstanden? Okay, dann werde ich mich mal auf dich verlassen. Oh, das hätte ich ja beinahe vergessen. Nimm diesen Schlüssel mit und nun bist du dran, Schätzchen. Okay, ein exorzierender Pfeil vom Chefkoch. Au. Okay, das ist Eis. Das heißt, tut mir übrigens weh. Okay, ich kann die kaputten Palmen hier nicht zum Blühen bringen. Schade. Da, viel Spaß damit. Pass auf, wo du hintrittst. Pass auf, wo du hintrittst, Fellknäuel. Way, very obvious. Na komm. Oh je. So, hier machen wir mal auf. Hier ist nämlich was drin. Wunder, dass ich das entdeckt habe. Eine Vergeltung. Auch gut. Das hier ist übrigens eine ziemlich gemeine Sache. Wow, das war ziemlich gut getimt. Hi, wer bist du? Hm, guck dir mal diese Augapfellaterne an, Armin.
Ich traue diesem gerissenen Augenring kein Stück über den Weg. Das kommt mir nicht ganz koscher vor. Ich würde mich besser fühlen, wenn wir es irgendwie schließen könnten. Ja, Sesam, schließe dich. Hey, festgeschlossen wie eine Muschel. Es ist wie ein Schalter oder so etwas. Lass uns nach weiteren von diesen Dingern suchen. Mhm. Ah, hier ist... Wow. Hier ist die Steuerung am Eimer. Nein, da ist Solarenergie, wollte ich sagen. So, das ist ein bisschen unpraktisch. Aber irgendwie haben wir es geschafft. So, das wird dann wohl Zutat Nummer 1 sein. Die Ogerleber. Frische Leber, die das Zutat in Orochis Vorspeise. Wow, super. Abflug. Puh. Safe Spot erreicht. Und zurück kann ich hier den direkten Weg nehmen. Und bin wieder am Anfang, zum Glück. Da geht's hoch. Dumm die Dumm. Ja, da geht's noch weiter hoch. Kassieren wir erstmal ein paar Yen-Münzen und etwas Solarenergie. Ha. Na, das war nicht so gewollt. Was kann ich eigentlich hier mitmachen? Ich kann es auch zerschneiden, okay. Oh. Wie nett. Trotzdem gerne wissen, wie ich daran komme, aber naja. Da brauchen wir wieder einen exorzierenden Pfeil. Ja, du mich auch. Das heißt, es bleibt nur der Weg hier. Zerbrechlich, also Vorsicht. Ganz vorsichtig, Ami. Besser nur sanft auftreten. Also nicht drüber rennen.
Oder doch rüberrennen? Ah. Wo bin ich eigentlich? Irgendwo, wo ich vielleicht nicht gerade hin wollte. Aber ja, das ist wieder so ein Teil. Hi. Seufz. Ich kann mir keine langweilige Arbeit jetzt diese hier vorstellen. Wenn ich das Signal höre, dann öffne ich die Klappe an der Wand. Und wenn man mir das sagt, dass ich sie schließen soll, dann mache ich das Tag ein, Tag aus. Ich bin nichts weiter als eine kleine Schraube im Getriebe. Gib das Signal mit dem Bambuswasserspiel. Okay. Ja, wahrscheinlich kommen wir hier sonst nicht weiter. Ich hatte übrigens hier gerade vorhin eine Truhe gesehen, da. Aber die kommen wir so nicht ran. Ne, Triple Jump können wir nämlich nicht. Doof. Na gut. Oh, da war ich vor unvorsichtig. So, Dämonenzähne. Ein paar andere Sachen. Ja, ein Schaden gefressen, deswegen nur ein grüner Baum. Oh, und es gibt ein bisschen Glück für uns. Wassermarsch. Tong. Ah, das sieht doch schon mal viel angenehmer aus. Ich lasse die Seerosen blühen, auf dass ich an die Truhe komme. Und erhalte einen Exorzismus S dadurch. So. Einmal hoch, bitte. Hallo, ich will dich schneiden. Interessant. Dich kann ich wahrscheinlich nicht wirklich zerschneiden, hä? Du, mach die Augen zu. Oh mein Gott, fahr dir das mal rein, Ami. Das Wasser auf dem Grund dieser Gruppe sieht giftig aus. Nicht einmal du hast da eine Chance, wenn du da reinfällst. So, aufwärts bitte. Bringt mich aber leider nicht näher an diese Truhe daran. Wahrscheinlich muss ich das Wasser da schmelzen. Das würde am meisten Sinn ergeben.
So, die super Frage ist jetzt, kann ich da oben noch was machen? Upsala. Wow. Na ja, gut, dafür brauche ich einen exorzierenden Pfeil, den kriege ich da drin nicht. Ups. Wer hat diese Brücke nochmal kaputt gemacht? Nun, Ami, du bist wirklich schwerer, als du aussiehst. Mit deiner Macht wirst du wohl mit einer kaputten Brücke fertig, aber warum machst du vorher nicht jetzt bei die Diät? Tu mich auch.